Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Achtung, er zerlegt das Mikrofon. Ah ja. So, Leute, nach einer Woche Pause wegen Server- und Internetproblemen können wir endlich wieder aufnehmen, Leute. Ich hoffe, ihr konntet es mir verzeihen. Chrissy kann man nichts verzeihen, aber mir hoffentlich. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was er schon wieder für Probleme hat. Jo, servus, wollte ich nochmal sagen. Und ja, wir haben letzte Woche sehr viele Probleme gehabt, irgendein Server und so weiter. Und ja, dafür gibt's jetzt wieder schöne Folgen. Und jetzt machen wir uns einmal auf den Weg zum Händler. Wir brauchen nämlich Pflanzenschutz. So, dann düsen wir mal auf zum Händler. Uiuiui. Hat keiner was gesehen. So. Ja. Kurz den Kollegen gestechen. Was? Ah ja. Und ja, wir haben nur derzeit einen aktuellen Mitarbeiter vom LU. Mehr sind leider nicht da. Und ja. Herr Kollege, in der Weiterbildung meine ich. Ja, erzählen Sie doch ein bisschen was. Was haben Sie jetzt in der Woche gemacht? Was wir in der Woche gemacht haben, ja, an den letzten Samstag, wo. Oder den letzten Freitag auf Samstag, wo ich ja nicht kommen konnte, hatten wir eine Terrasse ausgeschachtet. Und das war eigentlich relativ geil, muss ich sagen. Vor allem das Ding ist ja, wir haben da ausgeschlachtet und hatten da Wurzeln drin, so alles, haben wir alles auf dem Container gepackt. Da ist uns erstens bald der LKW vorne hochgegangen, dass der fast umgekippt wäre, und zweitens das Zeug, was wir da aufgeladen haben, kann ich morgen oder übermorgen kann ich das wieder einen Abhang runterkippen, weil die das nämlich bei uns auf dem Parkplatz, den wir vor einem Jahr oder so gebaut haben, da hingeschmissen haben. Ah ja. Ja. Aber war eigentlich eine schöne Sache, da auszuschauen. Ich hab Bock gemacht. Ey, ist der LU-Mitarbeiter eigentlich voll? Digga, der konnte doch bei 41 direkt an. Warte mal kurz. Der ist gerade mir reingefahren. Ach ja. Einmal mit Profis arbeiten. Jojo, Leitlein, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr vom LU haltet. So. Der LU-Mitarbeiter ist Folge immer reingefahren mit seinem Drescher. Ja. Erntereif. Ich will jetzt aber nach. Ausschauen nach. Jo. So. Ich möchte mir Mähwerke kaufen. Okay. Welches? Die beiden Kuhn, das einmal das Zwillings-Kuhmähwerk FC 130 und einmal das. Das FC 35 25F, ja. Ja, genau. Mhm, machen Sie das. Und sie sich nicht mal was Schönes kaufen, so eine schöne Trophäe oder so. Ich habe ja geguckt, sie haben ja gut Geld. Na. Hä? Mhm. Nett? Mhm. Cool. Gute Serie hier.
Warum sollte man scheiß Trophäe kaufen, die man nichts bringt? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja, nur nimm mal eine Trophäe unbedingt, halt irgendwas kaufen oder so. Vielleicht eine Presse oder sonst was. Nöp. Ansonsten haben sie irgendein gewisses Ziel, was sie hier jetzt aktuell verfolgen? Ja. Welches? Erfolgreicher werden als sie und mehr Geld auf dem Konto haben als sie. Wow. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwie sowas wie, ich möchte mir das und das Gerät kaufen. Ach so, das meinst du? Ja, ein bisschen ein Werkzeug noch kaufen. Ja. Was sind für welches zum Beispiel? Weiß ich nicht, irgendwas mit Grünlandtechnik, aber wenn sie eh schon ein Schneidwerk haben, dann wäre es bei einem von Bienen ausleihen. Hm. Und dann einfach mit einem Zehner bestechen zum Ausleihen, da passt schon. Blauer, ja. Wenn du an der 10 noch 3 Nullen dranhängst, dann kommst du schon eher ins Geschäft. Wow. Ja, du willst schon wie ich bin, ey. Nein, mir hat's grad an, ich hab gerade ein Salto geschlagen mit meinem Fahrzeug. Wenn mir jetzt noch einer sagt, hier bei der Folge, dass ich rote Haare habe, dann eskaliere ich hier. Das zeigt spam voll, er hat rote Haare. Das ist hellbraun, na gut, hellbraun nicht unbedingt so hellgelblich ist. Ja. Noch nicht mal gelblich, gelbbräunlich. Ich muss ein paar Leute sagen, sie sollen das in die Kommentare bitte spammen und passt das. Ein Scheißdreck, Alter. Das macht ihr nicht. Doch. Ich krieg doch einen Zehner, wenn ihr es nicht macht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ihr eigentlich Unkraut entfernen wollt. Alter, die Mähwege sehen schon sexy aus, ey. Gib laun mit deinem Schnutwerk, du. Ich glaube, die gibt's sogar im Mod-Hub, ey. Die ja, Design aus dem Mod-Hub. Die gibt's auch als Frontier-Ding. Ich habe die von Kuhn gekauft. Die sind schon geil. Wer baut so eine enge Straße, ganz ehrlich einmal? Da lernst du fahren. Sodala. Boah, die Hupe ist schon, die hört sich männlicher an als andere Hupen. Alter, hier steht auf der 44 immer noch Mais und ich kann es nicht kaufen, das Feld. Jojo. Bei der wievielten Folge sind wir jetzt eigentlich? Wir sind sogar, glaube ich, schon. Über die 40 sind wir schon. Wir sind sogar bald schon bei der 50, bei der Hälfte sogar. Ja. Es ist krass, wie die Zeit vergeht, ey. Krass. Watch. So, hoch. Boah, Alter. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Umgebung aussieht, aber bei uns ist tatsächlich kurze Hosenzeit. Ja, bei uns auch. Heute ist extrem warm gewesen, 27, 28 Grad bei mir. Ja, und bei mir hat es gerade da im Zimmer, wo ich aufnehme, hat es gerade auf 25,5 Grad, Alter, das ist nicht normal. Also bei uns sind es aktuell sind es so um die 25 Grad oder so. Und das ist schon seit 3, 4, 5 Tagen. Nein, jetzt sind es seit 2, 3 Tagen ist bei mir endlich einmal warm. Davor war es so und um die 5. Das Geile ist halt einfach. Nee, warte. Nee, alles gut. Hä? Die Mähwege müssen noch an. Ja, der Kollege und die Technik, das ist nix. Ist aber eine Unterstellung. Ist eine ganz schöne Unterstellung, muss ich sagen. Boah, sieht das geil aus, ey. So sexy aus, Leute. Den Holland, ey, das war so gut, dass wir die Challenge gewonnen haben. So gut. Und da wird er wieder ganz still, der Grissi. Na, das interessiert mich nicht. Ey, was auch der Hit ist, ich habe jetzt nur den Schreibtisch hier oben hinbekommen. Und der Hit ist halt einfach, dass der zu dick ist. Da passt mein Lenkrad nicht dran. Lol. Da könnte ich ausrasten. Das muss ich mir drunter eine Scheiße dran bauen, damit ich das Lenkrad benutzen kann. Hä? Hast du die Koppen vom G21 schon runden, weil da okay Dings? Die sind ganz unten, ganz weit unten. Die gehen nicht weiter runter. Na, warte mal. Du hast ja da unter auf die Klammern, da ist ja noch eine Erhöhung oben. Hast du die schon nach unten? Der geht die runter.
Ja, die gehen aber. Das ist bei mir auch gewesen, denke ich mir so, fuck, im Video, der hat da so einen dicken Tisch und ich habe eh nur so einen dünnen, warum geht das nicht auf? Sollen da noch runter? Ja, die sind ein bisschen fest oben, den musst du aber ziehen. Plastikpappe hier oder was? Ja, die dicke da. Ah ja. Alles über alle Arbeit. Warte, ich muss das nach dem Video machen. Ich kann das. Ja, ich schick das uns dann ab, Bild. Ja, schick mal ein bisschen Bild. Ja, nach der Aufnahme mache ich das. Passt. Alter Vater, mein, ich kann ja schon wieder duschen gehen, ey. Ganz verrückt. Bei mir auch, Alter, ey, so heiß, Alter. Ganzer Rücken klebt am Stuhl. Also Lederstuhl im Sommer, ganz schlechte Idee. Aber was willst du mit deinem Stoff, Alter? Das biegt ja auch. Ding. Ist egal, was du machst, alles Bades ist nicht gut im Sommer. Alles batscht und klebt, ey, ich könnte kotzen. Ich kann ja auch so eine Holzstuhl sitzen, Alter, klebt aber auch. Nee. Könnt ihr Oberkörper frei sitzen, aber das ist nicht so gut für YouTube. Außer für deine Freundin, da ist es wieder gut. Ey, ach, halt die Klappe. Oh Mann, ey. Alter, hier hängt halt einfach eine fette Birke in der Stromleitung fest, Junge. Jo, dann haben wir da einmal das Unkraut entfernt. Dann machen wir da weiter. Da haben wir das Unkraut entfernt, da machen wir jetzt weiter. So geil. Ich liebe es. Tiere. Ich habe noch genug, Alter. Junge. Alter, die Tiere sind ja sowas von zufrieden. Nur das reicht ja bald schon bis zum Ende, weil ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar neue, ey. Nächstes Tier kommt auch in 31 Stunden. 31 Stunden sind circa 3 Tage. Jo. Oder? Ja. Ungefähr. Was? Na. 2 Tage und der Billbus. 72 Stunden. 72 Stunden sind 3 Tage, ja. Das heißt, es sind sogar 2. 24 Stunden, ja, es sind nur nicht mal 2 Tage. Es ist ein ganzer Tag. Oho. Und, oh mein Gott. Was? Oh, nix. Was? Nix? Ja, ich hab noch Sachpass. Ach so. Junge. Was? Du bist so ein 31er. Ich lasse so ein Schild bauen, wo oben steht Achtung 31er Zone oder stelle dann auf der Hof. Ich habe schon ein paar Motor oder ich lasse einfach hier unser Nils arbeiten. Ah ja, den Kitty dort beauftragen. Er soll sein Schild machen, wo oben steht. Der baut ein Schild auf, Junge, das ist so groß wie dein Hof, Alter. Und das ballern wir dann über deinen Hof drauf. Da steht einfach Chrissy nicht erlaubt. Gibt's keinen Sonnenschein mehr. Du bist ein Clown, Alter. Oh Mann, ey. Schreib's gerne mal in die Kommentare, ob er ein Clown ist. Also, ja, schreib's ja, gerne. Ja, ja, ist klar. Was und vergiss ihn zu spionieren. Ja, ja, laber ja, nicht zu viel. Ja. Clown wieder. Ja, ja, merke ich mir. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Nee, jo, aber dann sind wir auch schon wieder bald beim Ende der Folge. Alter, der Kollege wird sich verabschieden. Ich will mich verabschieden. Mhm. Ja, Leute, mach's gut. Nee. Ja, Leute, das war's eben mit der Folge. Leider. Aber die Folge kommt ja am Sonntag. Das heißt, morgen gibt's schon wieder eine neue Folge. Oh. Nee, aber lasst gerne ein Like und auch wieder. Ich würde mich super freuen. Schaut uns vielleicht beim Chrissy vorbei, vielleicht aber auch nicht. Lasst ja, auch ja. Ein Like und Abo da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.